Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme. Was kommt am 2. Juni 2020? Der heutige Tag eignet sich sehr gut für einen Neubeginn. Das ist der Einfluss von Stern Speaker und verspricht Glück, verspricht auch Ernte, das heißt, alles, was wir heute starten, später wird das Früchte tragen. Es nähert sich etwas in den kommenden Tagen, was uns Kraft kostet, werden wir müde sein, erschöpft. Das spüren Sie besonders die Männer und die Männer neigen dazu, etwas festzuhalten aus finanziellen Gründen, weil sie meinen, das gibt die Sicherheit und Stabilität. Festhalten in einen Arbeitsplatz oder noch in die Ehe. So werden die Männer das wahrnehmen in den kommenden Tagen. Diese festhalten wollen, ist aber nicht gut, weil sie lernen gerade etwas loslassen. Dann spüren sie auch die Leichtigkeit und fühlen sie sich befreit. Es wird wichtig sein in der nächsten Zeit, die Wertschätzung, die wahre Werte zu erkennen, nicht nur in materiellen Ebenen, sondern auch in die Liebepartnerschaft. Es nähert sich eine gute Nachricht, eine Einladung, ein Geschenk oder eine Überraschung. Und das war meine Aufnahme. Was kommt am 2. Juni 2020? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal, eure Dendera.